ist auch da, kann ich sehr gut wiedergeben und sagen, hey, ich habe alles eigentlich. Von vielen eher ich. Ja, Armin, heute mal ein anderes Training in anderer Form. Wie ist es dazu gekommen und was kannst du uns dazu sagen? Ja, also wir haben ja die Kooperation mit Elements und heute einfach mal das Boxtraining. Ich denke einfach vom Trainingsalltag einfach mal was anderes für die Jungs. Jungs machen sich auch gut, also wenn ich jetzt einen Schembo oder einen Ramon sehe, ich hoffe, wir verlieren die nicht ans Boxen. Das machen die echt cool und wir haben hier super Bedingungen. Der Ale macht es auch super und von daher ist einfach eine coole Abwechslung für die Jungs. Die Jungs kämpfen oben fleißig. Armin, was kannst du uns sagen? Was gibt es für Analogien zwischen dem Fußball und dem Boxen? Ja, also vor allem die koordinativen Elemente. Am Anfang hat man ja die Koordinationsleiter. Bauen wir natürlich auch immer im Training mit ein. Klar, die Schläge sind natürlich im Fußball nicht vorhanden, aber den Jungs macht es Spaß. Vor allem hier im Oberkörperbereich haben sie was zu tun. Und das sind einfach Dinge, die wir eventuell mitnehmen können. Bezogen auf die Mentalität, Einstellung, Gewicht, Disziplin, siehst du da auch Themen, die man mitnehmen kann nach so einem Training? Ja, der Alem hat es ja schon gesagt, also sehr interessant, klar, für einen Boxer geht es darum, im Endeffekt sich 3 Monate vorzubereiten und dann im Endeffekt in dem einen Kampf alles reinzulegen und das ist bei uns jetzt einfach auch übertragbar. Wir haben jetzt noch 15 in Anführungszeichen Endspiele, um einfach unser Ziel als Team zu erreichen und da können wir natürlich Dinge mitnehmen, was die Motivation angeht. Heimspiel gehabt gegen Oberachern und am nächsten Wochenende ja spielfrei. Wie ist jetzt der Ablauf in den nächsten 14 Tagen? Genau, also heute Abend haben wir das Spiel gegen die A-Jugend, dann machen wir 2 gemischte Teams. Schauen wir uns einfach die A-Jugendspieler an vom älteren Jahrgang, die wir eventuell fürs nächste Jahr übernehmen können. Und dann am Samstag haben wir das Testspiel gegen Heiningen, dass wir da einfach im Rhythmus bleiben. Also praktisch ein alter Verein von Tobi und von mir. Auch ein guter Gegner, Verbandsligist, spielt eine gute Rolle. Und denkt, dass wir da einfach im Rhythmus bleiben und dann geht es natürlich in die Spielvorbereitung gegen den Balinger SC. Danke dir. Jetzt versucht er schon mal nur durch die Nase zu atmen, weil normalerweise haben wir den Mundschutz drin. Genau. Dann hat es locker. Sehr schön. Locker in die Knie bleiben, leicht gebeugt nach vorne, das heißt jetzt auch nicht nur schön da offen bleiben, weil. Ja, stabil bleiben. Heute mal ein anderes Training, war es anstrengend? Nee, eigentlich nicht. Doch, natürlich, war richtig intensiv, richtig anstrengend. Vor allem auch konditionell, hätte man sich jetzt nicht so vorgestellt. Aber hat auch riesen Spaß gemacht. Gibt es irgendwas, wo ihr mitnehmen könnt aus einer guten Einheit? Ja, wie wir uns das nächste Mal beim Weggehen verteidigen können. Nein, Spaß. Also Koordination vor allem für den ganzen Körper, auch ganze Körperbeherrschung. Und so ist enorm wichtig, auch für Zweikämpfe dann im Spiel. Also das konnte man definitiv mitnehmen. Studio hier des Elements kennt ihr ja auch alle. Vielleicht kannst du da auch nochmal so 1-2 Sätze zu sagen, wie oft ihr es nutzt oder was ihr auch hier an der Partnerschaft wertschätzt. Ja, also ich persönlich nutze es eigentlich jeden Sonntag zum Auslaufen oder wenn wir frei haben. Ist natürlich super. Also neuesten Geräte, auch brutaler Regenerationsbereich mit dem Hammam, Sauna und so weiter und so fort. Auch die Leute hier sind echt cool drauf, sind sehr nett, helfen einem. Also von daher, also nur das Beste. Haben wir Glück, dass wir so einen Partner haben. Danke. Alem Begic, heute zwischen 2 Kämpfen nochmal einen Pitstop in Stuttgart gemacht. Wie war dein Mittag und wie hat es dir Spaß gebracht? Also erst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung an euch Stuttgarter Kickers und an Elements in Stuttgart. Die Einheit war mega, also wirklich gesagt, die Jungs sind heiß, ihr habt es gemerkt und ich gehe fest davon aus, dass sie auch am Platz so abgehen wie hier. Keinesfalls waren die jetzt müde oder schlapp, die sind wirklich vom ersten Gongschlag bis jetzt zum Ende voll durchgegangen und sind sehr, sehr positiv eingestellt, sind sehr konditionell fit. Also ich sehe auch, dass ihr innerhalb des Teams ordentlich Arbeit leistet, weil ich merke ja sowas schnell, ob jemand schnell einbricht oder nicht. Die Jungs sind sehr gut drauf, sind sehr sympathisch, das ganze Team überragend. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch hier in Stuttgart sein zu dürfen, um mit solchen Jungs trainieren zu können. Also war mir eine Ehre. Du hast ja gezeigt, was der Fußball vom Boxen lernen kann. Konntest du auch was vom Fußball lernen? Was sind so die Themen, die du mitnimmst? Was ich auf jeden Fall
mitnehme, ist dieses Teamgeistgefühl. Das heißt, das auch, weil wenn ich alleine stehe zwar im Ring, da hilft mir niemand, aber die Jungs können miteinander, die Chemie passt, stimmt und das Vertrauen ist zueinander da. Und das genau dasselbe konnte ich jetzt, dieses Vertrauen habe ich auch in meinem Team, wie die Jungs innerhalb des Teams das aufgebaut haben, das auch leben, das spürt man ja. Die Jungs haben dich auch mal zu einem Heimspiel eingeladen. Wann kommst du mal nach Stuttgart zu einem Spiel? Wie ist dein Fahrplan bis zu deinem großen Kampf dann in L.A.? Aktuell befinde ich mich auch in der Vorbereitungsphase oder zu Beginn der Vorbereitungsphase auf L.A. Zwischen dem L.A.-Kampf und jetzt mache ich noch einen Kampf, bestreite ich den Kampf in Zürich. Auch hier habe ich jetzt nochmal offiziell, auch nochmal in die Kamera, lade ich die ganze Mannschaft recht herzlich ein. Würde uns, dem Veranstalter vor Ort in Zürich, eine Riesenfreude bereiten. Und sobald die Möglichkeit besteht, komme ich sehr gerne aus München angefahren, euch zu unterstützen, von Herzen. Wie gesagt, und danke nochmal als Geschenk vom Team. Tolles Trikot, das kommt bei mir auf die Wand, insbesondere eingerahmt an einem besonderen Platz in meinem Raum. Und ich freue mich sehr, hier sein zu können und natürlich beim gemeinsamen Partner Elements. Das ist umso schöner, das Ganze. Danke, dass du hier warst, Alem. Gute Heimfahrt. Danke. 1, 2, 3. Auf die Brücke!